Es ist ein lebensgefährlicher Einsatz. Nach dem Erdbeben in Taiwan erschweren Nachbeben die Arbeit der Rettungskräfte. Aus einem teilweise eingestürzten Gebäude im Urlaubsort Hualien müssen sich die Rettungskräfte immer wieder zurückziehen. Nach neuesten Angaben kommen mindestens 9 Menschen durch das Beben ums Leben. Mehr als 250 weitere werden verletzt. Hunderte sind in Notunterkünften untergebracht. Papst Franziskus ermutigt die Einsatzkräfte und segnet die Taiwaner mit Kraft und Frieden. Das Beben der Stärke 6,4 hatte Taiwans Ostküste am Dienstagabend erschüttert.